Moin, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge LS17 hier aus Südhämmern. Und wie beim letzten Mal ja gesehen, die Getreideernte ist abgeschlossen. Jetzt bin ich hier in den Zwiebeln, nutze so das einigermaßen gute Herbstwetter noch aus. Und ich habe gerade eben auch über mein Handy die Mitteilung bekommen, dass beim Hotel auch gerade eine große Nachfrage nach Zwiebeln ist. Das heißt, wir werden auch ein, zwei Anhänger im Hotel vorbeibringen. Das ist jetzt kein Riesenpreis für 546 Euro, aber was soll's, wir werden es einfach mal ausnutzen und da dann einmal Zwiebeln hinfahren. So, jetzt eh voll, ich hoffe, wir kommen da drunter. So, ich hole mal eben den Abtankgespann quasi. Und ihr seht also hier das Zwiebelfeld, das neigt sich auch schon, oder die drei Zwiebelfelder neigen sich jetzt schon so dem Ende. Danach ist dann, Entschuldigung, ich habe immer noch die Froschfamilie, ich weiß nicht, warum die sich bei mir so wohl fühlen. Danach gibt es dann noch einmal Karotten und Mais und dann ist die Ernte für dieses Jahr auch abgeschlossen und dann sind wir auch wetterunabhängig und können dann ganz in Ruhe die Felder für nächstes Jahr schon mal alle soweit vorbereiten. So, ich mache hier den Anhänger nochmal eben voll mit Zwiebeln und dann fahren wir gemeinsam zum Hotel hoch und verkaufen die da gleich. So, ich hoffe, ich komme da drunter, weil Fruchtzerstörung, ich will nicht hier mehr Zwiebeln plattfahren als unbedingt notwendig, sozusagen. Ah, geht schon los. Ja gut. Müssen wir auf ein paar Zwiebeln verzichten. Das würde uns jetzt auch nicht arm machen. Also nicht ärmer, als wir sowieso schon sind. So, der Anhänger ist dann auch gleich ziemlich voll. Die erste Ladung Zwiebeln habe ich schon zum Kartoffelpufferwerk gebracht, zum Reibekuchenwerk. Habe auch schon was eingelagert. Das heißt, mit Zwiebeln müssen wir dann auch fürs nächste Jahr genug haben. Dann kommen auf diese drei Felder nächstes Jahr wieder einmal Salat. Da, wo jetzt die Kartoffeln letztes Jahr waren, kommen Kohl hin, oder Kühle, oder wie auch immer die Mehrzahl ist. Und oben, ja, wie schon mehrfach erwähnt, in ganz großem Stil Kartoffeln. Wir müssen noch ein Feld mit Roggen bestellen, weil wir können hier mal eben ganz kurz, weil wir gerade in der Bäckerei sind. So, mal eben hier am Beifahrersitz vorbei. Denn hier beim Bäcker fehlt noch der Roggen und die Sonnenblumen. Sonnenblumen kommen ja nächstes Jahr sowieso. Und das Wasser. Und dann gibt es nämlich auch Brot. Das heißt, ein Feld auf jeden Fall brauchen wir mit Roggen. Und diese drei Felder werden ja Sojabohnen. Ich hoffe, ich kann mir das alles merken. Bis zur nächsten Ansaat. Also im Groben und Ganzen, dass wir im nächsten Jahr Sonnenblumen, Sojabohnen, Kartoffeln, Roggen und Salat haben. Ja, ich glaube, das sind so die gängigen Artikel, die wir fürs nächste Jahr haben müssen. Und ich glaube, das kriegen wir soweit hin. So, die Ladung, wie gesagt, donner ich mal eben zum Hotel. Ist jetzt, wie gesagt, kein bahnbrechender Preis, aber dann nutzen wir übrigens einmal die große Nachfrage aus, wo sie gerade zufällig gekommen ist. Ich hau mir nochmal schnell Mettbrötchen rein. Ja, und Wasser zum Nachspülen. ...17:10 Uhr. Ich musste ein bisschen warten bis zum Nachmittag, weil das Getreide von dem nächtlichen Regen noch feucht war. Bisher ist zum Glück für heute noch kein Regen angesagt. Es war für heute Regen angesagt. Ich hoffe natürlich, dass das sich noch ein bisschen hinzieht, bis da der nächste Regen kommt. Also ich muss mit den Zwiebeln schon fertig werden, damit wir noch genug Zeitraum haben für die Karotten. Das ist ja nur ein relativ kleines Feld. Und dann für Mais. Ein Teil Körnermais. Aber der größte Teil wird natürlich gehäckselt. Das heißt, das wird uns dann Häcksler mieten. Und dann geht das los. Da fahren wir dann größeren Teil davon schon zur Biogasanlage. Lassen das silieren. Und wenn das dann soweit siliert ist,
dann werden wir die Biogasanlage im nächsten Jahr auch endlich mal in Betrieb nehmen. Dann müssen wir uns dann noch gucken, dass wir uns einen Radlader oder so zulegen für die Biogasanlage. Und dann werden wir endlich mal wieder was mit der Biogasanlage machen. Habe ich, glaube ich, im LS17 schon lange nicht mehr. Also auf gar keinem Spielstand, den ich aktuell habe, habe ich, glaube ich, die Biogasanlage aktiviert. Weil das ja immer ein bisschen teuer ist. Aber hier in Südhemmern wird das jetzt definitiv passieren. So, dann sind wir hier einmal am Hotel. Das ominöse Hotel mit Zuckerrüben, ihr wisst, aber ich will auf das Thema jetzt nicht wieder eingehen. Ich denke, das Zuckerrüben-Thema ist ein für alle Mal hier in Südhemmern erledigt, die Geschichte da, ihr wisst schon. Da stört jetzt auch keinen mehr, ich denke mal, alle sind zufrieden, mehr oder weniger. Und dann passt das auch. So, die Zwiebel drücken wir mal eben rein hier. Mal gucken, was uns da ein Anhänger bringt. Also wie gesagt, Riesensprünge können wir davon noch nicht machen. Aber was soll's, besser als nix. Immerhin 13.000. Da können wir gleich noch ein bisschen Kredit abbezahlen wieder. So, bam, bam, bam. Was wir jetzt gleich mal eben machen, weil wir gerade hier auch in der Nähe sind. Es müsste eigentlich mit dem Anhänger auch gehen. Dass wir nochmal eben Gnocchi verkaufen jetzt. Gnocchi. Ein paar Mal schon versprochen, jetzt machen wir es endlich mal. Das müsste der Anhänger hier eigentlich auch laden. Der lädt, glaube ich, alles. Und dann werdet ihr mal sehen, dass ein Gnocchi richtig viel Kohle bringt. Also ich kann euch ja schon mal eben den Preis für einen Gnocchi zeigen. Dann können wir gleich schon mal gucken, wo wir da am meisten kriegen. So, blab, 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 Gnocchi. 4.600, auch am Hotel. Da sinkt der Preis zwar gerade, solange wir noch halten. Also wir fahren hier gleich wieder her zum Hotel. Und ich hoffe einfach mal, dass genügend Gnocchi da sind. Können wir natürlich eben nochmal einmal schnell gucken, ehe wir da umsonst hinfahren, aber an und für sich müsste da noch genügend sein. Ansonsten müssen wir da auch wieder Kartoffeln hinfahren, weil die Kartoffeln da relativ schnell durchgehen. So, Gnocchi-Fabrik, Details. So, gewaschene Kartoffeln sind schon wieder, ja, ein Anhänger Gnocchi ist auf jeden Fall da und da müssen wir auch schon wieder gewaschene Kartoffeln hinfahren. Das können wir auch gleich nochmal eben machen. Quasi. Jetzt fahre ich aber gerade Stuss, aber gut, das ist man von mir ja nicht anders gewöhnt. So, dann ziehen wir hier wieder quer rüber. Dann holen wir jetzt ein paar Gnocchi ab, dann fahren wir zusammen ein paar gewaschene Kartoffeln zur Gnocchi-Fabrik. Dann haben wir das dann auch gesehen. Und ich mache noch die Reibekuchen-Fabrik. Mache ich noch schön voll mit Zwiebeln. Dann fahren wir da das Wasser hin und dann gibt es auch bald Reibekuchen. Oder wie man in Köln sagen würde, Riefkuchen, glaube ich. Und hier bei uns im Norden sind es einfach Kartoffelpuffer. Mache ich jetzt auch nur, weil noch kein Regen angesagt ist. Ich gehe einfach mal davon aus, dass solange jetzt noch kein Regen für heute angesagt ist, wir noch genug Zeit haben zum Ernten. Ansonsten würde ich die Zeit jetzt nicht vertändeln. Aber jetzt ist das ganze Video lang nur Zwiebeln roden, ist vielleicht auch nicht so das Spannende. Wir
wie bin ich gerade pervers an meiner Gnocchi-Fabrik vorbeigefahren. Oh mein Gott. Ja, es ist spät, früh, wenig geschlafen, weil ich ein Golden Nugget, die sammle ich mit Absicht nicht auf. Das ist auch so ein Thema, was ich persönlich auf LS17 Maps überhaupt nicht brauche. Diese Golden Nuggets, weil die sammle ich sowieso nicht. Weil das halte ich für relativ sinnfrei. Wegen natürlich Kohle, aber das ist quasi entschieden. Also in welcher Stadt in Deutschland oder überhaupt liegen irgendwo 100 Golden Nuggets rum? Sodass man sagen könnte, ja, die sammeln wir mal eben und kriegen dafür wahnsinnig viel Geld. Ich glaube, in den wenigsten. So, da vorne ist auch die Gnocchi-Fabrik. Endlich. Und nochmal, um das klar zu machen, ich verfahre mir in die Isure natürlich lediglich Alternativwege. So, einmal das große Gnocchi-Werk. Moin, Paul! Paul ist hier der Chefbuchhalter vom Südhemner Gnocchi-Werk. Ganz netter Kerl eigentlich. So, jetzt muss ich mal gucken, wo die Gnocchi waren. Die müssten hier gewesen sein. Schön nah ran. Vielleicht ledert die auch doch nicht. Was an und für sie sollte der Anhänger die laden. Gut, dann müssen wir schnell einen anderen Anhänger holen. Gut, der Anhänger lädt also keinen Gnocchi. Jetzt will ich hier eben schnell stehen. So, hier mal ein bisschen Herbstluft reinlassen. Wieder hochprofessionelles Video. Vorbereitung des Todes. So, normalerweise würde ich die jetzt natürlich mit dem LKW fahren, aber wir fahren sie jetzt einfach mal hier mit. Dann brauchen wir keinen großen Trara rumzumachen. Ich weiß, die Meinungen sind geteilt, dass man die Ware mit solchen Sachen fahren kann, aber ich sag, man kann es natürlich auch mit dem LKW fahren. Auflieger dafür hätte ich jetzt auch. Irgendwann machen wir das auch mal. Aber ich finde das Prinzip so wesentlich besser, als jetzt noch hier laufend Paletten und sowas herzustellen. Aber das ist eine Geschmackssache. Ich finde es ganz passend. Und der Anhänger, das ist kein Schmutz, das ist eine Sonderlackierung. Also falls da jemand glaubt, ich würde hier einen Gnocchi mit einem schmutzigen Anhänger fahren, nein, ich doch nicht. Das ist eine sehr aufwendige, sehr teure Sonderlackierung. Direkte Schmutz quasi heißt sie. Das ist die Seriennummer 08-15-47-11. Ups. So, da laden wir jetzt die wunderbaren Gnocchis auf. So, warten wir, bis es voll ist. Und dann ziehen wir natürlich aus Wetterschutzgründen noch eine Plane drüber. Ups, falscher Knopf. So. Ziehen wir da aus Wetterschutzgründen eine Plane drüber. Normalerweise geht das auch von draußen. Egal. So, und jetzt ab zum Hotel damit.
Ist natürlich wieder super, dass ich jetzt wieder einen Drehschemel habe. Das wollte ich natürlich eigentlich geschickt umgehen. Aber das war natürlich wieder nichts. So. Zum Hotel. Damit die Hotelbewohner auch ihr leckeres Abendbrot bekommen. So, zumal bevor es wieder böse Kommentare gibt, dass die hier mit offener Tür fahren. Am geschicktesten. Ich denke hier. Wir wissen ja alle Fahrerskills for the win. Wir müssen auf jeden Fall noch einen Herbstschnitt, den letzten Schnitt des Jahres irgendwo reindrücken. Das Gras ist quasi fest verplant. Das wisst ihr ja. So. Ups. Jo, schönen guten Tag. Ich bringe die Gnocchis. Ja, von unserem Gucken. So, können Sie die eben abladen, während ich den meinen Zuschauern die wunderschöne Innentextur von diesem Fan zeige. Ja, ja, Texturen sind ganz gut. Da ist wieder einer mit Schmutzstiefeln reingegangen. Ihr seht übrigens, wie das Geld oben rechts läuft. Ne? Das ist unfucking fassbar. 140.000 Euro für einen Anhänger von Gnocchi. 140.000 Euro. Ich muss mal eben husten, Entschuldigung. So, wie gesagt, 140.000 Euro für einen Gnocchi und das war doch ein, da hatte ich schon mal einen besseren Preis. Und jetzt versteht man vielleicht auch, warum ich im nächsten Jahr sehr stark auf Kartoffeln gehen will, denn der Kartoffeldurchsatz bei den Gnocchis ist sehr, sehr groß und deswegen will ich da nächstes Jahr einmal Kartoffeln richtig auf Vorrat machen. So, wir werden jetzt noch innerhalb von diesem Video einmal eben zum Hof zurückfahren, dann werden wir einmal noch gewaschene Kartoffeln hinbringen zur Gnocchi-Fabrik. Und dann kann das mich schon mal fröhlich weiter produzieren. Was man natürlich jetzt noch bedenken muss, bei dem ganzen Preis gehen quasi noch 50% runter, denn 50% kriegt das Finanzamt. Aber immer noch ein recht guter Preis. Und ich versuche eigentlich aktuell immer, jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, bevor das Finanzamt halt zuschlägt, Kredit abzuzahlen, dass wir da immer ein bisschen weniger starten. Wir zwar mit einem relativ hohen Minus meistens, aber das können wir dann mit Gnocchi und mit Milch so ein bisschen ausgleichen. Ja. Ich fahre dann meine Milch grundsätzlich zur Molkerei und lasse da Haarmilch draus machen. Und die Haarmilch kann man dann auch für relativ gutes Geld verkaufen. Und da sehe ich immer zu, dass wir am Abend immer ein gewisses Plus haben. Dann trage ich Kredit ab, damit der immer ein bisschen weniger wird. Und so versuchen wir uns dann hochzuhangeln, trotz der 50%. Finanzamt, um die wir ja nun mal nicht rumkommen.
was auch in Ordnung ist. Es ist zwar eine ganze Menge, aber das ist im Prinzip das, was ich schon immer sagte. Mir fehlt so ein bisschen die Geldverbrennung im LS, denn ihr wisst das selber auch, wenn man so einen gewissen Fahrzeugstand oder ein gewisses Equipment erreicht hat an Fahrzeugen und Feldern, dann kann gar nichts mehr passieren, dann ist das auch kein Ansporn mehr. Dann bleibt die Kohle einfach, dann verliert man ja nichts. Im Standardspiel verliert man ja keine Kohle. Und das so ein bisschen jetzt bei Seasons mal das Fahrzeug zu warten, ist ja schon mal ein Ansatz. Oder zu reparieren, aber so richtig Kohle kostet es in der Regel ja auch nicht. So, rechts sind meine ganzen Felder, wo nächstes Jahr dann Kohle drauf kommt. Das große Feld hier auf die 14 kommt Weißkohle, auf die 15, 16 kommt Rotkohle. So, hier stehen die Kartoffeln. Müssen wir uns nochmal eben gleich einen anderen Anhänger holen. So, morgen Vormittag will ich streamen. Ich muss auf jeden Fall den Rechner neu starten, damit das Geruckel aufhört. Gabel mit, sag ich mal. Denn ihr wisst ja im LS nie von so Paletten-Spawn-Plätzen oder so mit dem URL die Kisten wegnehmen, sonst ist das bis zum Neustart wieder deaktiviert. Deswegen nehme ich die da ganz normal runter. Aber ich sammle sie, was soll ich euch anderes erzählen, natürlich trotzdem per URL auf. So, ist der auf Paletten gestellt? Der ist auf Paletten gestellt, das ist passig. So, den Tieren geht es natürlich auch gut, wie gehabt, logisch. Ordentlich Milch transferieren. So. Dann machen wir da mal eben die Milch weg. Hier können wir euch drüber. Da ist schon abgeerntet, kommen wir aber nicht mehr drüber. Ich lade die gleich mit URL natürlich auf. Aber so, warum hat das bei der Ebene nicht geklappt? Da wieder gleich nie weg. Man sieht doch, dass hier gerade Rangierarbeiten sind, oder? Das sollte er zumindest sehen. Aber gut, das willst du erwarten. Können wir eben die Palette auch nochmal eben dazu stellen? Eben nicht geklappt hat, weiß ich nicht so genau. So, jetzt kommen die Balancierfähigkeiten des magischen Blue.
das hier für ein Verkehrsstau ist? Nur weil hier 5 Minuten mal was hier steht, ne? Da ist hier in Südhermann gleich die Panik am Ausbrechen. So. Jetzt können wir gleich mal gucken. Hier fehlen garantiert wieder Kartoffeln als Rohstoff. Bin mir nicht fast sicher, sind immer die Kartoffeln. So, gucken wir eben vorsichtshalber. Es müssten auf jeden Fall die Kartoffeln sein, die dort fehlen. Ne, Kartoffeln sind da. Was fehlt jetzt? Nix, ist alles da. Kompost ist voll. Na gut, dann müssen wir gleich noch Kompost abholen, aber gut, das machen wir dann. Den machen wir auch noch eben schnell. Darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. So, haben wir nur einen Trecker stehen. Ja, ist jetzt quasi ein bisschen wie Perlen vor die Säue werfen, aber es hilft nichts. Das hilft in Orleans nichts. Wir gucken, wo unser kleiner blauer Anhänger steht. Wo ist er denn? Da hinten ist er. Das ist jetzt, wie gesagt, reichlich übertrieben, mit einem 1050er hier diesen kleinen Anhänger zu ziehen. Aber was anderes ist hier, glaube ich, gerade nicht am Hof. Die Glas haben wir beim letzten Mal wieder abgegeben. Und ihr wisst ja, ich habe auf dem Hof eigentlich lieber einen überschaubaren Fuhrpark, als hier irgendwo 30 Schlepper stehen zu haben. Ich meine, es soll jeder natürlich so spielen, wie er möchte, aber meine Spielart ist dann eher weniger ist mehr, teilweise. Überall Baiten eng gebaut hier, ne? Jetzt geht das mit dem nicht, oder doch? So. So. Dann ist die Maschine jetzt auch von Kompost befreit und dann müsste sie eigentlich auch wieder anlaufen. Tut sie auch. So. Da werden jetzt gleich die nächsten Kartoffeln gewaschen. Wir bringen jetzt hier die Kartoffeln oder versuchen sie zum Gnocchi-Werk zu bringen. Dann da auch weiter läuft. Denn das ist, wie gesagt, der Geldbringer absolut. Wir zahlen gleich noch wieder Schulden zurück, wo wir gerade hier sind. So. Ich muss sowieso demnächst wieder Schulden aufnehmen, weil wir müssen ja einen Häcksler mieten. Haben wir ja logischerweise keinen eigenen, das bleibt auch so. Das heißt, zum Maishäckseln werden wir uns natürlich beim guten Uwe wieder einen Häcksler mieten. Mal gucken, welchen er dann da hat, weil ihr wisst ja, wie das ist.
wollen ja immer alle gleichzeitig häckseln und so viele Maschinen hat er ja nicht. Kann er ja nicht vorhalten. Und deswegen gucken wir dann mal, was er dann hat. Aber irgendwas wird er für uns schon haben. Wir sind ja schließlich hier ein beliebter Landwirt. So, und zack. Und dann sind die gewaschenen Kartoffeln da. Und dann kann die Gnocchi-Fabrik weitergehen. So, damit kommen wir ans Ende von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und ja, mal gucken, wann wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ich mache morgen Vormittag einen Livestream. Da ist, wenn dieses Video rauskommt, war der natürlich schon. Ja, also morgen am Freitag gibt es noch einen vormittaglichen Livestream von der Südhermann. Und am Sonntag gibt es dann einen LS-Livestream wieder aus dem Osten von der Lars. Und ja, vielleicht sieht man sich das ein oder andere Mal. Ich wünsche euch jetzt wie immer einen wunderschönen Tag, Abend oder gute Nacht. Je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut. Ich mache hier weiter und bin raus. Bis zum nächsten Mal. Sagt tschüss, euer Bauer Blue.